aus dem Walibi Holland. Genau, wir stehen jetzt vor dem Walibi Holland, wie ihr seht. Wir sind hier übers Wochenende im Centerpark DE im Hof in einem Abenteuerbungalow. Dafür gibt es ein separates Video noch von uns. Und sind heute ungefähr eine halbe Stunde bis hier hingefahren zum Walibi Holland. Tickets hatten wir schon letztes Jahr beim Black Friday geschossen, haben diese jetzt umgetauscht in datierte Tickets, so dass wir jetzt gleich hier rein können und wir melden uns dann bei euch, wenn wir wieder drinnen sind. Juhu! Juhu. Mama? Gerade von der Achterbahn. Draco! Es ist eine super kleine Kinderachterbahn, fährt zwei Runden und ist eigentlich echt cool. Ja. Fand's auch gut? Und ja. Süß. Ist eine süße Bahn. Ja. Also empfehlenswert. In der Schlange von Lost Gravity und hier gibt es, wie ihr vielleicht seht, rechts und links Trennwände und eine ganz lange Queue-Line. Wir kommen gerade aus Lost Gravity und wir müssen sagen, die war der Hammer. Hammer, Hammer, geile Bahn. Ich hatte den Bahn. Besten Platz. Ja, das stimmt. Wo saßt du? Ganz an der Seite. Ganz an der Seite und ich saß in der Mitte, weil Anna saß dann links neben mir. Aber eine super Hammer Bahn. Einfach geil. Tolle Effekte mit dabei und die Thematisierung finde ich auch echt, echt gut gehalten dort. Ja. Also ein klares. Ja. Und guck. What?
aufgeregt? Ja. Das erste Mal mit der Achterbahn hier? Ja. Sind wir mal gespannt, ne? Hi. Und nein, okay. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Gerade von Untermed. Ich glaube, so heißt das, oder? Ja. Und das, wie war die Bahn für euch? Einfach nur cool. Also ich fand auch, die Bahn ist echt der Hammer. Besonders hier am Anfang, der 80 Grad Fahrt runter. Fall. Fall? Ja, kann man schon sagen. Einfach nur schön. Also eine tolle Bahn. Ja. Hat sich gelohnt anzustehen. Wir mussten zwar, obwohl man hier sich einloggen muss über die App, mussten man auch noch mal drinnen sehr lange stehen. Also ich glaube, wir haben drin noch mal eine Stunde, nee, eine halbe Stunde, glaube ich. Ja, nein, mit technischen Störungen. Ach ja, das kam da auch noch dazu. Wir hatten eine technische Störung. Ich versuche euch das natürlich einzublenden, weil das habe ich mit dem Handy gefilmt. Die mussten eine Bahn von der Strecke nehmen und das habe ich mit dem Handy natürlich aufgenommen. Und ich hoffe, dass ich euch das jetzt gleich einblenden kann. Ansonsten geht's jetzt auch zur nächsten Bahn. Ja. Oh, komm mal Zucker rechts. Oh, das geht aber schneller noch. Jetzt wird ein Zug von der Bahn genommen, weil der wohl kaputt zu sein scheint. Und dann wird da nur eine Bahn laufen. Oder sie stellen eine andere Bahn da rein. Was denn machen würde? So schnell, schneller als Flash. Hab ich auch noch nicht gesehen, so. Ich wusste gar nicht, dass er ab da war und gut jetzt fahren kann. Das wusste ich auch nicht. Niemand wusste das. Doch, die Leute, die hier arbeiten. Ja, okay. Neben dir. Ja, das geht auch. Mein Bauch ist jetzt schlüssel. So, wir stehen jetzt hier bei Goliath und ich wollte euch zeigen, wie man sich hier registrieren muss. Wenn man die Tickets bekommt, kriegt man auch einen Code, um sich hier anzumelden bei Walibus Fastlane, weil durch Corona alles nur noch über dieses Fastlane-System läuft. Und dann kriegt man angezeigt, wie lange man sich in dieser virtuellen Schlange bewegt. Und wenn man dann eine Stunde gewartet hat zum Beispiel, kriegt man diesen QR-Code und den zeigt man dann vorne vor und dann darf man erst in die richtige Warteschlange rein. Allerdings ist diese richtige Warteschlange dann meistens genauso lang nochmal. Und das ist natürlich echt doof und ärgerlich, genau. Wir kommen gerade von Goliath. Und wie fandet ihr sie? Geil. Geil. Was haben wir am besten hier?
Alles. Das Gesamtkonzept war, ne? Stimmig. Diese elendlange Abfahrt runter, das Drehen, die Entenfamilie, nee, oder Gänsefamilie, die mitten auf der Spur war, die Bahn ist rundum gut gelungen. Das Theming hier, das ist wohl neu gemacht worden, gefällt mir auch richtig gut. Oder? Ja. Die fahren wir auf alle Fälle noch einmal, ne, Anna? Ja. Dann auf, erstmal zur nächsten Bahn. Und euer Fazit? Hey. War lustig. Lustig. Vom Rio Grande. Und Tom, bist du nass geworden? Nein. Ja, leider nicht. Und ich bin etwas nass geworden, aber auch nicht so viel. Also eine Bahn, wo man nicht so nass wird. Aber trotzdem nass. Aber richtig Spaß gemacht hat, würde ich sagen. Ja. Oder? Schöne Elemente drin. Ja. Hat uns gefallen. Vom Express Plattform 13. Ich muss ja sagen, die Q-Line, hammergeil. Ja, besonders, wo man nachher durch den Dark Part durchgehen muss. Die Pläne hat sich leider etwas erschrocken, wo der Zug kam, also wo die Lichter angingen. Vielleicht zeige ich es euch noch, das Video. Muss ich mal schauen, das habe ich nur mit dem Handy gedreht. Ja. Ansonsten, ja, der Katapultabschuss war echt cool. Ja, aber der Rest war aber geht so. Der Rest der Bahn konnte für uns jetzt nicht gut abstimmen. Ja, der Rest der Bahn war für uns jetzt nicht so besonders. Ja. Also die rappelt auch schon ein bisschen. Also man merkt, dass sie doch in die Jahre gekommen ist. Ja. Aber ansonsten sehr schön. In Ordnung.
wir kommen gerade von Speed of Sound. Ein Boomerang, wo Musik drin ist. Das finde ich echt super cool gemacht. Allerdings, Boomerangs sind nichts für mich. Wegen ich liebe Boomerangs, er liebt sie. Aber ich kann sie einfach rückwärts nicht mehr vertragen und danach brauche ich immer erstmal eine Pause. Deswegen machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause und werden danach wahrscheinlich nochmal Goliath fahren, denke ich. Ja. Und vielleicht noch Gravity. Mal schauen, was wir noch schaffen. Wir kommen gerade von Crazy River. Es war lustig. Und nass. Ich war einfach nass geworden. Mama hat alles für uns aufgefangen. Es war nicht so heftig, aber ich bin nass geworden. Es hat gereicht. Also eine tolle Bahn mit den Elementen, die man eigentlich so kennt. Man kann es auch sagen, kleine Dusche. Genau. Wir gucken jetzt, ob wir noch auf Goliath noch mal zum Schluss drauf kommen. Ansonsten werden wir jetzt wahrscheinlich den Park verlassen. Wir waren gerade der letzte Zug für Goliath. Der Park ist jetzt zu. Wir der letzte Zug. Das war ein super Abschluss. Wir freuen uns riesig und verlassen jetzt den Park. Wir hatten heute einen wunderschönen Tag im Walibi Holland. Er fing etwas wibbelig an, weil wir etwas spät dran waren. Aber danach muss ich sagen, es war echt super schön. Wir haben alle Achterbahnen geschafft, ne? Ja. Und wir haben sogar Goliath durften wir als letzten Zug mitfahren jetzt zum Abschluss und der Park hat zu. Wir fahren erschöpft in den Center Park, haben Gott sei Dank deswegen nur eine halbe Stunde Autofahrt vor uns und freuen uns auf nächstes Mal. Bis dann! Tschüss! Tschüss.